Herzlich willkommen im Podcast von GetDiversity. Hier diskutieren wir aktuelle Themen der strategischen Unternehmensführung und der Wirtschaftspolitik. Mein Gast heute ist Professor Dr. Gudrun Sander. Sie ist Betriebswirtschaftsprofessorin an der Universität St. Gallen mit Schwerpunkt Diversity Management und Direktorin vom Competence Center for Diversity and Inclusion. Ich freue mich auf unser Gespräch. Herzlich willkommen. Ja, liebe Gudrun, herzlich willkommen hier im Podcast von GetDiversity. Bevor wir jetzt einsteigen in den Gender Intelligence Report, in die Daten und Fakten, interessieren wir uns mal für die Person Gudrun Sander. Wer bist du eigentlich und was hat dich auf diesen Weg gebracht, dich dermaßen für Diversity und Inclusion zu engagieren? Vielen Dank, Esther. Wer bin ich? Ich bin gebürtige Österreicherin, bin seit mehr als 30 Jahren jetzt in der Schweiz. Und habe ganz klassisch in Österreich Betriebswirtschaft studiert. Und beim Grenzübertritt in die Ostschweiz ist mein Bewusstsein für Diversity und Inclusion erwacht. Wie kam das? Ich bin aufgewachsen in Österreich in einer Familie mit sehr jungen Eltern. Beide waren immer Vollzeit erwerbstätig. Und es ist mir gar nie in den Sinn gekommen, man könnte nicht erwerbstätig sein, wenn man Kinder hat. Als ich dann in die Ostschweiz kam, speziell an die HSG, das war 1989, war so ganz stark diese implizite Rollenerwartung, wenn du mal Kinder hast, dann musst du zu Hause bleiben. Und das kam in meiner Vorstellungswelt bisher nicht vor. Dazu, an der HSG gab es damals 16% Studentinnen, eine Professorin. Ich hatte das Gefühl, irgendwas stimmt hier nicht. Und so bin ich dann auf das Thema aufmerksam geworden, habe meine Dissertation in dem Bereich gemacht und das hat mich so fasziniert, dass ich da heute immer noch leidenschaftlich dabei bin. Ja, dieses Jahr ist zum vierten Mal der Gender Intelligence Report erschienen. Der entsteht in Zusammenarbeit mit Advance. Kannst du noch ein paar Worte zu Advance sagen? Was ist das für eine Organisation und wie kam es dazu, dass ihr euch zusammengetan habt für diesen Report? Also Advance Women oder We Advance ist eine Non-Profit-Organisation, die ganz stark Frauen unterstützt auf dem Weg in Führungspositionen. Und Advance arbeitet hier mit sehr vielen verschiedenen Angeboten, sei es direkt an Frauen, sei es an CEOs, zum Beispiel CEO Breakfast haben sie, oder eben auch an HR oder Diversity-Verantwortliche, um den Prozess voranzubringen. Sie haben einiges mehr als 100 Mitgliedsfirmen mittlerweile und sind sehr, sehr erfolgreich, haben eine hohe Präsenz. Dieser Report, der Gender Intelligence Report, der erschien letzte Woche. Es ist wirklich beeindruckend. Ihr habt die Daten von über 300.000 Arbeitnehmenden analysiert aus 75 Firmen, aus 75 großen Firmen in der Schweiz. Von diesen 300.000 waren 100.000 Führungskräfte. Das ist eine unglaubliche Big Data Studie. Was ist die Absicht oder wozu braucht es solche groß angelegten Studien? Was wollt ihr damit erreichen? Also wir wollen speziell in Zusammenarbeit mit Advance schauen, einerseits, wie entwickeln sich die Mitgliederfirmen von Advance und andererseits aber auch breit über die gesamte Schweiz hinweg, wie das Thema Frauen in Führungspositionen sich weiterentwickelt, wo es nur Handlungsbedarf hat. Und dazu braucht man natürlich auch ein entsprechendes Datenset. Mhm. Jetzt ist es dieses Jahr schon die vierte Ausgabe. Was ist konstant geblieben und was hat sich schon spürbar, sichtbar verändert? Was ist gleich geblieben? Wir sehen immer noch die Pyramide relativ stark ausgeprägt, also 50% Frauen in Nicht-Management-Funktionen und dann mit jeder Stufe werden es weniger. Wir sehen aber positive Entwicklungen einerseits bei den Advanced Member Companies, dass die erstens mal schneller Fortschritte machen und wirklich auch zulegen konnten. Zum Beispiel haben die Advanced Member Companies 6% mehr Frauen im Top-Management als der Durchschnitt der teilnehmenden Firmen. Wir sehen auch konstant positive Verbesserungen, wenn es um Rekrutierung geht, auch Rekrutierung von Kaderfrauen. Das gelingt den Firmen zunehmend wirklich sehr gut.
Und die große Baustelle der Beförderungen, die wir immer noch sehen, also hier ist noch Handlungsbedarf, aber auch da sehen wir jetzt zum Beispiel gegenüber dem Vorjahr leichte Fortschritte, dass mehr Frauen befördert werden. Was so unser Idealbild, unsere Vision ist, ist, dass aus der Pyramide ein Zylinder wird. Also sprich, dass wir eben keine Leaky Pipeline haben, dass wir Frauen entsprechend dem Anteil in der Belegschaft über alle Hierarchiestufen nach oben vertreten finden. Okay, also man kann sagen, das Engagement einer Firma innerhalb von Advance mit all diesen Möglichkeiten, gegenseitig voneinander zu lernen, Benchmarking betreiben zu können und so, das zeigt Wirkung jetzt über diese Jahre. Gibt es etwas, was dich im Laufe der Jahre dieser Studie überrascht hat? Also es gibt in jedem Jahr irgendeine Überraschung, weil wir ja auch jeweils andere Foki haben in den Auswertungen. Im letzten Jahr zum Beispiel war sehr überraschend, als wir festgestellt hatten, dass Ausländerinnen sehr viel bessere Chancen haben, Führungspositionen zu erreichen gegenüber Schweizerinnen. Spannend, da können wir vielleicht in der Diskussion auch nochmal darauf eintreten, woher das dieses Phänomen kommt. Oder habt ihr dazu eine Erklärung? Habt ihr da Ja, da gibt es mehrere Hypothesen dahinter. Einerseits kommen viele der Ausländerinnen aus einem Kulturkreis, wo es völlig normal ist, dass Frauen mit Kindern auch erwerbstätig sind, erfolgreich Karriere machen, also vom Mindset her. Und andererseits, natürlich hat man wahrscheinlich auch einen Selektionsbias drinnen, weil die Ausländerinnen, die in der Schweiz Fuß fassen, denen es gelingt, hier Fuß zu fassen, schon mehrere Hürden überwunden haben und vielleicht auch sich stärker engagieren oder motivierter sind, hier vorwärts zu gehen. Jetzt liegt dieses Jahr der Fokus auf dem Gender Maturity Compass. Erklär uns bitte in kurzen Worten, was das ist. Wir sehen auch die Grafiken dann eingeblendet, damit wir verstehen, was das für ein Instrument ist und wie sich das zusammensetzt. Bitte. Wir haben dieses Jahr das erste Mal versucht, die 75 teilnehmenden Firmen über den Reifegrad in Bezug auf Diversity und Inclusion zu mappen. Also sprich, wie fortschrittlich sind sie? Sind sie quasi, sage jetzt mal, Anfänger, Anfängerinnen oder sind sie schon sehr reife Firmen in Bezug auf Gender Equality? Und wir haben das hinterlegt mit verschiedenen KPIs, die wir dazu benutzen. Einerseits aus unseren HR-Datenanalysen, andererseits aus Umfragen zu den implementierten Maßnahmen. Es ist also so ein erstes Mapping basierend auf den Daten, die wir zurzeit haben. Und wir haben vier Stufen unterschieden, und zwar We Commit als die erste Stufe. Also das ist der erste Schritt, der gemacht wird, um sein Engagement für Gender Diversity zu unterstreichen. Die zweite Stufe ist We Act, wo erste Maßnahmen getroffen werden, um entsprechende Fortschritte zu machen. Die dritte Stufe We Promote und die vierte Stufe We Advance. Und der Gender Maturity Compass hat wie zwei Funktionen. Einerseits erlaubt er den Firmen, sich einigermaßen einzuordnen, also auf welcher Stufe in etwa sind wir. Und vor allem gibt es jetzt insgesamt für die Schweiz so eine grobe Auslegeordnung, wo die Firmen in etwa stehen in dem Thema. Und der zweite Impact, den der Compass hat, ergibt mit den dahinterliegenden KPIs auch relativ klare Anleitungen, welche Schritte, welche Maßnahmen ergriffen werden müssen, um die nächste Stufe zu erreichen. Spannend. Seht ihr Unterschiede zwischen den Advanced Members und den anderen Firmen, die ihr untersucht habt in der Gender Maturity? Also wir sehen, dass die Advanced Member Companies eher fortschrittlicher sind. Also wir haben zum Beispiel auf Stufe 4 und auf Stufe 3 mehrheitlich Advanced Member Companies. Ich würde sagen, wir haben insgesamt wahrscheinlich einen positiven Bias im Datenset, weil die Firmen, die uns die Daten liefern, und mitmachen, in der Regel engagierter sind als der Durchschnitt der Firmen in der Schweiz im Thema. Und bei den Advanced Member Companies ist es wahrscheinlich nochmals etwas ausgeprägter. Dieser Gender Maturity Compass, inwiefern
nimmt der Rücksicht oder inwiefern geht er ein auf so kulturelle Komponenten? Weil was wir immer wieder hören und auch lesen, ist, dass Firmen sagen, Diversity ist das eine in Zahlen und Fakten und Daten und so der technische, der messbare Teil. Und das andere ist einfach Kultur. Und inwiefern kann man damit auch Kultur steuern? Wir sehen im Gender Maturity Compass über zwei, drei KPIs so annäherungsweise Richtung Kultur und Inklusionskultur, wie es aussieht. Also so, sozusagen Frühwarnindikatoren wie höhere Fluktuationsraten vielleicht bei bestimmten Gruppen oder eben zum Beispiel Promotionsindex, wo man auch indirekt rausschließen kann, wie ausgeprägt die Inklusionskultur ist. Aber gerade für die Stufe 4 zum Beispiel, also die beste Stufe, empfehlen wir auch entsprechende Surveys oder Kulturbarometer zu machen. Ihr habt ja in eurem Report, Esther, auch ein Kulturbarometer drinnen. Kannst du vielleicht ergänzend dazu sagen? Ja, genau. Im Diversity Report Schweiz stellen wir das Kulturbarometer vor. Das ist so eine qualitative Erhebung durch Mitarbeiterumfragen, inwiefern das Mitarbeitenden auf der individuellen Ebene das Gefühl haben, dass sie inkludiert sind. Und das können wir dann in verschiedene Abteilungen aufschlüsseln. Wir können das nach Geschlechtern aufschlüsseln, um zu schauen, ob es da Differenzen gibt in der individuellen Wahrnehmung der Mitarbeitenden. Und das ist eine quantitative Annäherung an ein eigentlich qualitatives Thema, um dann konkret Hinweise zu kriegen, an welchen Komponenten kann man weiterarbeiten oder sollte man weiterarbeiten. Wir haben in unserem Diversity Report die Frauenanteile in 7.605 Verwaltungsräten von Schweizer Aktiengesellschaften angeschaut, die über 50 Mitarbeitenden haben. Und wir sehen, dass im Gegensatz zu Studien, die kleinere Samples anschauen, wie zum Beispiel der Schilling Report, dass die Daten sehr viel ernüchternder sind. Also wir sehen 14% Frauenanteil generell in den mittleren und großen Unternehmen, in den Verwaltungsräten. Aber wir sehen ganz speziell, dass 2/3 dieser Firmen überhaupt keine Frau im Verwaltungsrat haben und 19% allerdings auf der anderen Seite bereits über 30% Frauen im Verwaltungsrat haben. Also es ist so eine Entweder-oder-Geschichte, das bricht ein Stück weit auseinander. Ich finde das ganz spannend. Die einen tun es und tun es richtig und die anderen tun es gar nicht, diese Durchmischung. Im Gender Intelligence Report macht ihr auch eine ganze Reihe von Empfehlungen, je nach Reifegrad des Unternehmens, was sie tun können, um Fortschritte zu machen bezüglich Diversity und Inclusion. Was siehst du als zentrale Erfolgsfaktoren an, wenn du uns 2, 3 Tipps jetzt gleich mitgeben könntest? Was ist wirklich relevant? Also der erste Erfolgsfaktor, wie gesagt, eine saubere Standortbestimmung, dass man wirklich weiß, wo man die Hebel ansetzen soll und wo die Energie und die Ressourcen reinfließen sollen. Ein zweiter Fokus kann sein auf der Rekrutierung, also je nachdem, wie das Image des Arbeitgebers nach außen hin ist. Und dort geht es vor allem auch darum, wie spricht man die, zum Beispiel die Frauen oder andere Minderheitengruppen besser an. Das hat wieder sehr viel mit Inklusion zu tun, wie du vorher erwähnt hast. Also die Sprache in den Stellenausschreibungen zum Beispiel. Welche Benefits werden angeboten, aber auch wie flexibel ist die Organisation des Unternehmens. Ein zweiter Fokus ist meiner Meinung nach ganz, ganz wichtig im Bereich Retention und Promotion. Also die Frauen wirklich halten zu können, sie entsprechend zu fördern, zu befördern. Hier sehen wir noch immer eigentlich die größte Baustelle. Das hat verschiedene Gründe dahinter. Das kann sein, dass zum Beispiel in einem Unternehmen die Beschäftigungsgrade zwischen Frauen und Männern sehr unterschiedlich sind. Wir sehen über alle Daten hinweg eine klare Vollzeitkultur im Management. Das heißt, es werden auch die Leute überdurchschnittlich häufiger befördert, die Vollzeit plus arbeiten. Und das hat natürlich für Frauen in der Regel negative Auswirkungen, besonders in den Rush Hours of Life, so zwischen 30 und 40, wo sie ihr Pensum reduzieren. Das bringt mich auch gerade zur dritten Empfehlung, wirklich nochmal genau hinzuschauen, welche Entwicklungs- und Karrierewege wollen wir im Unternehmen anbieten. Also muss der Peak der Karriere wirklich heute noch bei 40, 45 sein, wie das in vielen Großkonzernen nach wie vor der Fall ist. Wir sind alle viel länger arbeitsfähig, produktiv. Diese sogenannte Lebensmitte, die dehnt sich aus. Wir werden wahrscheinlich bis 70 oder darüber hinaus arbeiten
müssen, dürfen, was immer, es macht null Sinn, den Peak der Karriere bei 40, 45 zu haben. Also das wäre eher so eine längerfristige Empfehlung für die Firmen hinzuschauen, wie können wir mehr Flexibilität in die Entwicklungs- und Karrierewege bringen. Du hast angesprochen in der Rekrutierung, dass und steht auch in der Studie, dass ein Hinweis, ein Erfolgsfaktor ist, etwas überdurchschnittlich Frauen zu rekrutieren als eine Möglichkeit, um einfach die Pipeline zu füllen, zu rekrutieren und zu befördern, dass da die Anteile sich steigern. Wie können die Firmen mit der Gefahr umgehen, dass sich Männer dadurch benachteiligt fühlen? Weil das ist etwas, das hören wir jetzt nicht ganz offiziell, aber zwischen den Zeilen und unter vier Augen immer wieder Männer, die sagen, ach, den Job kriegt sowieso eine Frau, weil die sind jetzt einfach bevorteilt. Dieser Generalverdacht der Übervorteilung der Frauen, der schwingt immer latent mit. Wie kann man als Unternehmen mit diesem Spannungsfeld, das auch entsteht durch Diversity und Inclusion, umgehen? Also meiner Meinung nach ist es zuallererst mal wichtig, diesen Talentpool auszuschöpfen. Und das machen wir ja heute nicht. Ja? Also wir haben noch nie so viele so gut ausgebildete Frauen am Arbeitsmarkt gehabt. Und der Pool wird eben erst so langsam jetzt wirklich angezapft und ausgeschöpft. Also gleiche Rekrutierungschancen sind in vielen Unternehmen noch gar nicht so vorhanden. Das ist so der eine Punkt. Also dieser Generalverdacht, denke ich, muss man sehr stark pro Unternehmen hinschauen. Was wie zwei Aspekte da drinnen noch sind, ist einerseits, also dort, wo wir wirklich auch sehr viele Frauen zum Beispiel in einzelnen Ausbildungsstudien, Lehrabschlussgängen haben, dort wirklich den Pool sehr gut zu nutzen. Und das andere ist, dort, wo wir erfahrungsgemäß immer noch sehr wenige Frauen haben, ich denke jetzt hier an Maschinenbau, Elektrotechnik und so weiter, dort noch einmal genauer hinzuschauen, welches Profil braucht man wirklich ganz genau. Ja. Also jetzt in unserem Kontext an der Uni, schreibe ich eine Professur für Marketing aus oder schreibe ich eine Professur für Sozialwissenschaften mit einem besonderen Fokus auf Marketing aus, habe ich natürlich einen anderen Rekrutierungspool. Ja. Also so quasi wie eng rekrutieren wir auch. Also einzelne Firmen zum Beispiel sagen mir auch manchmal, ja, wir haben da wirklich einen Bias in der Rekrutierung. Wir rekrutieren nur von ein, zwei Unis oder Fachhochschulen oder aus bestimmten Lehrabschlüssen raus. Und eigentlich müsste das nicht sein. Ich habe da ein schönes Beispiel. Letzte Woche war ja auch wieder der CEO-Frühstück von den Advanced Members. Letztes Jahr gab es da einen, der hat gesagt, seit wir nicht mehr für unsere Führungskräfte das Gefühl haben, die müssen alle Maschinenbau studiert haben und ein MBA von INSEAD. Seit wir da ein bisschen den Fokus aufmachen, konnten wir den Frauenanteil in der Führung verdoppeln. Verdoppeln. Und das ist schon der Ansatz, den du jetzt auch ansprichst, dass man da ein bisschen aufmacht und etwas mehr zulässt, was durch diesen Filter durchgehen kann. Ja. Ich habe zum Abschluss, bevor wir zur Live-Diskussion kommen, noch ein paar generelle Fragen zu Diversity und Inclusion. Ich bitte dich um kurze, knackige Antworten. Diese Fragen stellen wir allen. Wir machen dann am Ende vom Jahr einen Zusammenschnitt dieser verschiedenen Antworten. Was sind in deinen Augen die drei größten Herausforderungen für Verwaltungsräte zurzeit? Also aus meiner Perspektive einerseits sich zu verjüngen. Ich denke, wir haben immer noch ein sehr hohes Durchschnittsalter in den Verwaltungsräten. Andererseits entsprechend vor allem den Frauenanteil in den Verwaltungsräten zu erhöhen. Und das Dritte hängt mit den beiden vorher genannten Gründen zusammen. Alles um das Thema Digitalisierung. Also wie kriegt ein Verwaltungsrat wirklich in Bezug auf Digitalisierungsprozesse die PS auf den Boden? Und welche Rolle spielt Vielfalt jetzt aktuell in dieser ganzen Corona-Zeit für dich? Also für mich in dieser Corona-Zeit ist es wie noch einmal ein doppelt wichtiges Thema geworden, weil wir sehen aus ersten Studien, dass ein Rückfall in sehr traditionelle Muster passiert. Das ist nicht sehr erstaunlich. Unter Stress neigen wir alle dazu, Unconscious Biases zu verstärken, auf alte Muster zurückzugreifen, weil wir uns da sicher fühlen. Das führt dann auch zu einer Retraditionalisierung der Arbeitsteilung und entsprechend ist aus meiner Sicht jetzt besonders wichtig,
dort einen Fokus drauf zu haben, damit nicht die Fortschritte, die Gewinne, die wir gemacht haben, sozusagen in den letzten Jahren, jetzt durch die Corona-Krise wieder verschwinden, relativ schnell. Und welche Rolle spielt Inklusion aktuell? Also Inklusion spielt aus meiner Sicht eine ganz zentrale Rolle, auch jetzt in dieser Corona-Krise, weil wir hier wie noch mal anders gefordert sind, Inklusion zu denken, oder? Also ich denke jetzt zum Beispiel an den Bildungsbereich und an Kinder, die aus Familien kommen, die nicht die besten Voraussetzungen haben. Das hat man schon gesehen beim Lockdown, wie schnell Kinder abgehängt werden, zum Beispiel in der Bildung, wenn eben sie darauf angewiesen sind, dass sie alles mehr oder weniger selber oder von zu Hause aus unterstützt machen. Oder sie sitzen in einer Zwei-Zimmer-Wohnung, zwei müssen versuchen zu arbeiten oder eine Person ist dann oder zwei sogar müssen auswärts arbeiten. Die Kinder haben nicht die Infrastruktur und, und. Also das ist ein Aspekt der Chancengleichheit, den wir hier im Auge behalten müssen, unter anderem auch mit den Mitarbeitenden. Auch hier haben wir natürlich nicht überall die gleichen Voraussetzungen, wenn wir vom Homeoffice reden zum Beispiel. Wir haben mentale Mindsets, die schwieriger oder leichter virtuell zu integrieren sind. Und aus der Führungsperspektive natürlich ist nochmal eine neue Herausforderung, virtuelle Teams wirklich sehr gut zu führen. Und woran erkennst du aktuell eine gute Firmenkultur? Ich würde sagen, aktuell eine gute Firmenkultur sieht man natürlich an den Mitarbeiterinnenzufriedenheitsumfragen, also wie es ihr macht zum Beispiel mit dem Inklusionsbarometer. Man sieht sie wahrscheinlich auch am Effekt, wie viele Personen zum Beispiel gekündigt werden oder entlassen werden. Wobei es hier wirklich ein starkes Abwägen gibt, wie viele Leute können wir halten über eine gewisse Zeit, wie viele Kompromisse können wir alle machen, um nachher nicht dann wieder einen doppelten Aufwand zu haben, um neue Leute zu rekrutieren, sie neu einzuarbeiten und. Also da ist ja ein Trade-off drinnen zwischen wir leisten alle einen Beitrag, um möglichst viele Menschen im Arbeitsprozess halten zu können. Und andererseits, wir haben dann nachher, wenn wir jetzt radikal zurückkürzen, zum Beispiel Personalkosten, entsprechende Herausforderungen, um gute Leute wieder zu rekrutieren und vor allem einzuarbeiten. Und welche Art von Verwaltungsräten sollte es mehr geben in den Firmen? Also ich wünsche mir vor allem Verwaltungsräte mit einem offenen Mindset, die die richtigen und kritischen Fragen stellen, die zum Beispiel auch in Bezug auf Diversity und Inclusion den Finger drauf halten und das Management in die Pflicht nehmen, hier entsprechend Fortschritte zu machen. Und welche drei Erfolgsfaktoren siehst du für eine gute virtuelle Kooperation, auch aus der eigenen Erfahrung? Dass es gelingt, Tagespläne, Agenten zu haben, die auch entsprechend wirklich Pausen möglich machen. Also das ist etwas, was ich gesehen habe am Anfang. Das war von einem Online-Meeting ins nächste und am Abend waren alle nudelfertig. Also so, bis man dann gemerkt hat, ja, man muss genauso Pausen hier einplanen. Also so quasi das Agenda-Setting während der Woche. Das andere ist wirklich einerseits so informelle Check-ins zu haben, wie Coffee Breaks oder so, kurz, aber doch, dass man auch einfach über was anderes reden kann, wenn man sich kaum sieht, wirklich physisch. Und das Dritte, würde ich sagen, sind auch One-on-Ones. Also, dass man sich aus der Führungsperspektive immer wieder Zeit nimmt, auch einzeln mit den Kollegen, Kolleginnen, Mitarbeitenden zu sprechen, um wirklich Impuls zu fühlen, wo stehen sie, wo sind sie gefordert oder überfordert und wo brauchen sie Unterstützung. Wir haben einiges an Zahlen und Fakten gesehen. Was mich beeindruckt hat, war, dass auf der Stufe We Promote wird, waren es Stufe 3 und 4. Ich habe es kurz aufgeschrieben und zusammengerechnet, das sind ja bloß 16% der Firmen, die schon einen ordentlichen Reifegrad haben. Und 61%, die sind auf der Stufe 1, We Commit. Und wenn man das noch fertig rechnet, gibt es sogar welche, die sind auf 0, offenbar. Und ich gehe davon aus, das sind die Besten der Schweiz. Also wir müssen damit rechnen, dass die Grundstruktur in der Schweiz noch viel mehr Nuller und Einser beinhaltet als weiter fortgeschrittene Firmen. Und
das finde ich schon noch ein weiter Weg, der vor uns liegt. Und ich möchte auf das Thema Teilzeit noch zu sprechen kommen. In der Schweiz haben wir eine hohe Beteiligung der Frauen am Erwerbsleben, aber wir haben auch eine ausgesprochen hohe oder große Mini-Teilzeitkultur. Und Gudrun, du hast eine Studie gemacht vor ein paar Jahren, die hieß die Teilzeitfalle. Und wie schaffen wir es, nicht in diese Teilzeitfalle zu tappen, sondern irgendwie ein gesamtes Unternehmen so weiterzuentwickeln, dass wir eine inklusive und inkludierende Kultur zwischen den Geschlechtern kriegen und das irgendwie gebacken kriegen, dass wir da nicht nur committen, sondern eben auch wirklich vorwärts kommen, we advance together. Also gibt es aus meiner Sicht verschiedene Möglichkeiten, das anzugehen. Wenn es die Arbeitsorganisation zulässt, dass man sich wirklich auf Ergebnisse konzentriert, also das Erreichen von Zielen, Resultate, dass die im Fokus stehen und eben nicht irgendein Pensum. Du hast erwähnt, die Studie, die wir auch gemeinsam mit Advance gemacht haben vor einigen Jahren, der Part-Time Penalty, wo wir gesehen haben, dass schon eine Reduktion auf 80-90% negative Auswirkungen auf die Karrierefortschritte hat, was ja völlig irrational ist ein Stück weit. Und also einerseits, solange wir auch den Begriff Teilzeit verwenden, sagen wir ja auch immer, das ist eine Abweichung von der Norm. Die Norm ist Vollzeit. Also es wäre auch angebracht, vielleicht sich mal zu überlegen, wollen wir weiterhin von Teilzeit und Vollzeit überhaupt reden? Oder können wir andere Begrifflichkeiten erfinden und damit andere Realitäten konstruieren? Das Dritte ist natürlich, dass an dieser Vollzeitnorm, die ja by the way in der Schweiz eine andere ist als in Österreich oder Belgien oder so, und an dieser Vollzeitdefinition hängen ja dann ganz viele Systeme dran. Absicherungssysteme, Pensionssysteme, Krankentaggeldsysteme und, oder? Also man müsste dann überlegen, an was knüpft man das? Also als externe Beraterin habe ich ja einen bestimmten Auftrag, da wird ein Ergebnis vereinbart und vielleicht sogar noch eine gewisse Anzahl Stunden hinterlegt und that's it. Und quasi könnte man solche Art von Verträgen zur Norm, zur neuen Norm werden lassen? Einige Stimmen haben ja die große Hoffnung, dass die Homeoffice-Kultur, die uns jetzt quasi zwangsverordnet wird durch die Corona-Sicherheitsmaßnahmen, dass die uns da echt einen Schritt weiterbringt bezüglich Ergebnissen statt Präsenzmessung. Gibt es dazu schon erste Untersuchungen, die das untermauern würden? Was hörst du da, was liest du da? Also so ganz dezidiert in die Richtung ist mir jetzt noch keine bekannt. Was man sieht, ist aber, dass eher die durchschnittliche Wochenarbeitszeit gestiegen ist im Homeoffice. Also das, was man ja aus früheren, älteren Teilzeitstudien weiß, dass entgegen dem Vorurteil Teilzeitarbeitende seien weniger committed und weniger engagiert, sie eigentlich zeigt, wenn man genauer hinschaut, dass die im Durchschnitt eher mehr arbeiten und engagierter sind. Aber ja, was man sicher sieht ist oder gesehen hat, ist, dass durch diesen aufgezwungenen Feldversuch mit Homeoffice, den wir jetzt flächendeckend haben, schon das Mindset aufgegangen ist. Also ich habe ein paar Firmen gehört, da vor 2-3 Jahren war das ein komplettes No-Go oder nur ganz wenige Gruppen durften Homeoffice auch arbeiten und heute haben sie die Policy, wo sie sagen, 80% des vertraglich vereinbarten Pensums kann im Homeoffice gemacht werden. Es gibt interessante verhaltensökonomische Studien, die schon vor Corona Work from Home untersucht haben. Die zeigen eigentlich entgegen den Grundannahmen, die viele haben, dass im Homeoffice die Produktivität auch steigt und die Ergebnisse in kürzerer Zeit geleistet werden. Und auf der anderen Seite aber gibt es eine Schattenseite, dass jene, die im Homeoffice arbeiten, weniger für Beförderungen berücksichtigt werden, weil sie eben nicht in dieser Präsenzkultur sichtbar sind. Und wenn wir jetzt flächendeckend Homeoffice haben, dann ist diese Schattenseite natürlich ein Stück ausgehebelt. Also das macht Hoffnung, dass die Vorteile des Homeoffices, des Working from Home, auch wirklich zur Geltung kommen können in Zukunft, mehr zur Geltung kommen können in Zukunft. Vielleicht auch eine kurze Frage noch an Alexandra von Advance. Möchtest du noch etwas ergänzen, was noch zu wenig zur Geltung kam jetzt im ersten Teil? Ja, also wir leiden ja in der Schweiz vorwiegend auch an strukturellen Problemen.
Eben, wir sagen oft, es geht nicht darum, die Frauen, also let's not fix the women, die Frauen, die sind nämlich mindestens gut genug, sondern es geht darum, das System so dahingehend anzupassen, dass eben Frauen darin auch sich entwickeln können und Karriere machen können. Das zeigt sich auch häufig daran, dass die ganze Vereinbarkeit, also sobald eben Familie ein Thema wird, die Vereinbarkeit in der Schweiz ist kulturell ein Frauenthema. Also, ich sage jetzt mal, so wird es wahrgenommen. Und solange diese Vereinbarkeit als sogenanntes Frauenthema wahrgenommen wird, kommen wir nicht vom Fleck. Das heißt, es geht eben auch darum, auch die Männer sozusagen zu empowern, in mehr als einem einzigen Lebensbereich, nämlich der Karriere, vorwärts zu kommen, sondern sich auch entfalten zu dürfen in Lebensbereichen, die eben im Sozialen liegen oder im Familiären liegen. Und deshalb eben nicht ein Stigma nachher tragen, dass sie sozusagen eben ja nicht so die richtigen Kerle sind, die halt die Breadwinners und die ganz oben an der Spitze stehen. Also dass wir wirklich hier ein ganz großes kulturelles Thema haben, das in der Schweiz noch sehr, sehr tief in der DNA drinsteckt. Da gibt es ganz viele Beispiele und Anekdoten immer wieder dazu. Also einige haben Angst vielleicht, dass man hier an einem Prestige, das so lange Jahre verhebt hat, es ist ein Identifikationsthema. Wer bin ich? Wer bin ich als Mann, ein rechter Mann, da mache ich Karriere. Bin ich auch noch ein guter Kerl, wenn ich eben auch mit der Vereinbarkeit, also wenn ich da mithelfe. Das ist noch ein Punkt, den ich anfügen möchte. Und als Anschluss, und dann bin ich fertig, wir haben bei Advance auch unseren Namen eben dahingehend geändert, dass wir inklusiv heißen. Wir heißen nicht mehr Advance Women, obwohl wir das immer noch möchten. Wir heißen jetzt Advance Gender Equality in Business. Das heißt, wir möchten diese Gleichstellung und Chancengleichheit eben wirklich ausdehnen, auch auf die Männer bzw. alle Geschlechter, Chancengleichheit eben auch in anderen Lebensbereichen als der Karriere. Vielen Dank, Alexandra. Es gibt natürlich eine gesellschaftliche Ebene in dieser ganzen Diskussion. Wir sprechen zwar über die unternehmerische Ebene, die gesellschaftliche Ebene können wir nicht ganz davon loslösen. Und was du, Alexandra, ansprichst, sind die Steuersysteme oder die Hebel, die wir als Gesellschaft haben, um die Anreizstrukturen einfach zu verbessern, dass es zu mehr Gleichstellung kommt. Und das sind die klassischen drei, die immer wieder auftauchen. Einerseits Individualbesteuerung als ein großer wirksamer Hebel, um das System zu verbessern. Das zweite ist Elternzeit. Wir haben jetzt die Gelegenheit abzustimmen, einen ersten kleinen Schritt Richtung Elternzeit zu tun. Und das dritte sind bezahlbare Tagesstrukturen. Also gerade hier in Zürich sind wir natürlich total gestraft mit den Kosten, die das Kinder aufziehen und gleichzeitig arbeiten mit sich bringt. Und es ist, denke ich, wichtig, dass wir diese verschiedenen Ebenen auch im Auge behalten. Gudrun, du möchtest gerade noch was dazu sagen. Genau, also ich möchte nochmal wieder auf den Unternehmenskontext zurückkommen. Wo dort natürlich die Hebel sind, ist wirklich in den Kriterien, was wir als gute Leistung und hohe Qualität und so weiter betrachten, was beförderungswürdig ist. Ich hatte jetzt mehrere Fokusgruppen mit jungen Professoren, also Männern, zum Thema Work-Life-Balance. Und also was einfach im Moment der Fakt ist, ist quasi im wissenschaftlichen Kontext im Vorankommen, und das Gleiche gilt für Firmen genauso, die sich partnerschaftlich engagieren, machen doppelt Zweite. Oder? Weil die werden einerseits gerade in männerdominierten Wissenschaftsbereichen, wo ist der Druck extrem hoch, eine Frau zu finden, also junge Männer, die hochqualifiziert sind, die sind effektiv ein bisschen ausgebremst im Moment. Und das andere ist, wenn sie dann noch sie partnerschaftlich engagiert haben und in der Folge weniger Publikationen auf der Liste haben, dann werden sie noch mehr abgestraft, weil dann haben sie nicht den gleichen Leistungsausweis wie ihre Peers, die sie eben zurücklehnt haben auf die traditionelle Rollenteilung und so weiter. Also ist es eigentlich ganz zentral, dass die Qualitäts- und Promotionsstandards entsprechend revidiert werden. Also, aber im Thema Führung zum Beispiel, eins von meinen Lieblingsthemen ist Führung in Experten, Expertinnenorganisationen, weil wir ja immer noch befördern aufgrund von Expertise in solchen Kulturen. Und Führungskompetenz ist was ganz anderes. Also ich muss nicht die beste Chirurgin sein, um Chefärztin zu werden, sondern da braucht es ganz andere Qualitäten für Führung. Oder ein Riesenhebel in Firmen ist Beförderungen,
als ein Beförderungskriterium Open Mindset Richtung Diversity und Inclusion als ein absolut hochprioritäres Must-Kriterium zu setzen. Weil dann befördern wir Menschen, Männer wie Frauen, die entsprechend offenes Mindset haben und das gibt einen riesen Multiplikatoreffekt, oder? Das wirft eigentlich das Stichwort Potenzialanalyse auf. Wie analysieren wir Potenzial von Führungskräften und mit welchen Maßstäben wird das gemessen? Genau. Wir haben dafür bei Get Diversity Digital Blind Auditions entwickelt, die eben die Störinformationen entfernen. Also ob eine Frau oder ein Mann Kinder hat oder nicht, verheiratet ist oder nicht, groß, klein, dick, dünn, Brille, ohne Brille und, all das ist weg. Und hinzu kommen zusätzliche psychologische Informationen zur Person aufgrund von Psychometrie, die Aussagen dazu machen, ob eine Person zum Beispiel Vorurteile gegenüber Andersartigkeiten hat oder nicht, um genau diese Führungsfähigkeit zu eruieren. Denn da haben Experimente in der Verhaltensforschung ganz klar ergeben, Führungskräfte mit Vorurteilen, die reduzieren die gesamte Teamleistung durch ihre Vorurteile. Und Führungskräfte ohne Vorurteile, und da geht es nicht nur um Gender, also nicht nur um Geschlechtervorurteile, sondern generell Vorurteile, wenn sie nicht so stark ausgeprägt haben oder praktisch gar keine haben, dann kann das ganze Potenzial vom Team wirklich zur Geltung kommen. Es ist ausgesprochen wichtig, dass wir in der Potenzialanalyse für Beförderungen eben solchen Maßstäben viel mehr Aufmerksamkeit und Bedeutung geben. Da bin ich komplett einig mit dir, Gudrun. Also die große Diskussion, die geführt werden muss in Unternehmen, ist, was ist für uns gute Führung? Absolut. Was heißt gute Führung? Was heißt gutes Management? An was machen wir das fest? Ja. Und quasi dann allenfalls nochmal zu reflektieren, ist irgendetwas Geschlechterstereotyp konnotiert? Also end mal am Schluss mit einer Art Führungsdefinition, die eigentlich so 90% auf männliche Stereotype fokussiert. Oder? Also die Verbindung, denke ich, ist wichtig, dann nachher nochmal zu reflektieren, was brauchen wir wirklich? Also eben, wenn wir reden von virtuellen Teams, von mehr Selbstorganisation, von Agilität und all die Buzzwords, oder? Da funktioniert ein gewisser Führungsstil überhaupt nicht. Mhm. Und was mir immer auch noch wichtig ist, je nach Lebensphase, wo eine Organisation drinnen steht, braucht es auch andere Führungskompetenzen. Also wenn ich ein Startup bin, dann zeigt sie zum Beispiel, das hat meine Kollegin Stefanie Schoß in ihrer Dissertation untersucht, relativ stark, dass doch eine gewisse Homogenität ein Vorteil ist. Ja? Also dieses, alle ziehen am gleichen Strick und sind super engagiert und so weiter. Und dann gerade dieser Übergang in die nächste Wachstumsphase, oder? Da braucht man dann wieder andere Mindsets und andere Führungsqualitäten. Und wenn sie in einer Restrukturierung sind und jetzt in einer Branche, die extrem leidet unter Pandemie und komplettes Geschäftsmodell neu erfinden müssen, braucht es wieder andere Führungskompetenzen. Also es ist auch nicht so etwas Stabiles in meiner Wahrnehmung, sondern wirklich auch sehr kontextgebunden. Ja, und vor allem, ich denke nochmal genauer hinzuschauen, welche Diversität braucht man auch, oder? Also ich bringe das immer so metaphorisch. Ich kann auf einem Foto eine super Diversität haben, sage jetzt was, mit einer Frau, mit einem Schwarzen, mit Ältere, Jüngere und so weiter. Aber alle haben an der HSG studiert. Oder? Also das Mindset ist dann relativ ähnlich, würde ich mal unterstellen. Ja? Also das ist so diese, wir nennen das in der Forschung Surface-Level-Diversity, also diese Oberflächendiversität, die ich natürlich sofort sehe, wo ich Schubladen ziehe und die Leute einordne, oder? Also mit allen negativen dann eben Vorurteilen auch gegenüber einzelnen Gruppen. Und was in der Zusammenarbeit aber extrem wichtig ist, ist diese Deep-Level-Diversity, also quasi wie, was haben wir für Qualitätsansprüche, für Leistungsansprüche, für Werthaltungen, für Einstellungen oder also mehr so psychometrische Ausprägungen. Und dort quasi hinzuschauen, wie viel, von welcher Diversität braucht man wie viel und was ist auch zum Handeln aus der Führungsperspektive, was kann ich managen an Diversität und eben immer im Hintergrund mit dem Risiko, ja,
eben, wenn alle in die gleiche Richtung denken, dann rennen wir alle kollektiv in Abgrund, oder? Also dieses Groupthink-Phänomen, das wir ja auch in der Finanzkrise gesehen haben, oder? Da braucht es aber auch Kultur dazu, die die Leute ermächtigt, offen ihre Meinung zu sagen. Ich möchte das gerne gleich noch ergänzen. Man hört ja immer wieder das Narrativ, ja, wenn dann mehr Frauen da sind, dann wird alles besser. Oder die Erwartung, wenn dann mehr Frauen da sind, dann soll alles besser sein. Tatsache ist aber, wenn mehr Diversity da ist, in allen möglichen Dimensionen, also wirklich dieses Deep Level, diese Deep Level Diversity da ist, dann kommt es auch zu mehr Konflikten. Und das darf man nicht unterschätzen. Die Führung mit wirklich hoher Diversität und hohen Ansprüchen an Inklusion, die ist sehr viel schwieriger als die Führung. Anspruchsvoller, ja genau, danke. Anspruchsvoller als die Führung von homogenen Gruppen. Und das führt nicht direkt in den Erfolg hinein. Das führt in der Regel erstmal unten durch. Und man muss durch diese Konflikte hindurch, man muss sich das aneignen, dass man mit dieser Verschiedenheit zurechtkommt, dass man mit diesen Widersprüchen auch wirklich zurechtkommt und lernen, damit konstruktiv umzugehen, damit diese Diversität auch wirklich wirksam wird. Vielleicht eine kurze Anmerkung dazu, zu diesen Mustern oder zu dieser Art der Führungskultur. Die ist gewachsen sehr stark in diesen Jahren, wo einfach immer alles nach oben ging, oder? Das Wirtschaftswachstum über Jahrzehnte seit den 50ern, wusch, oder? Und da war das natürlich wahrscheinlich sehr produktiv, so zu arbeiten, so zu funktionieren. Und das hat sich jetzt so sedimentiert. Das ist ein Muster, aus dem offensichtlich schwer auszubrechen ist. Also diese homogenen Teams oben und mit dieser Art von Führungsstil, auch diesem doch sehr stark top-down. Und wir sind heute in einer wirklich anderen Zeit und das ist wie noch nicht so ganz angekommen. Also ich denke, dieser Diskurs, Gudrun von, oder auch Esther, von dem ihr jetzt spricht, oder das ist eine neue Art der Führung, die es eigentlich braucht und die Erfolg wahrscheinlich verspricht in der heutigen Zeit, wo eben so Agilität, ganz andere Kriterien jetzt wichtig werden. Und ich denke, diese Diskussion muss jetzt geführt werden. Und da seid ihr und wir alle die Menschen, die diese Diskussion auch antreiben können. Ich denke, das ist ganz, ganz wichtig, eben im Sinne von Business Case. Und es geht hier nicht um, wir sind jetzt alle nett und wir schließen alle mit ein, sondern das hat wirklich, das hat Hand und Fuß. Und vielleicht ein letzter Punkt. Ich habe das von Mara Harvey. Sie hat mir davon erzählt. Was sie gemacht hat, ist bald 10 Jahre her. Sie hat diesen Business Case gestrickt, sozusagen mit einem Outside-In-Blick. Hat gesagt, unser Markt ist divers, viel diverser als unsere Führung. Und ich mache jetzt mal nicht die Milchbüchli-Rechnung, sondern schau mal, was für ein Potenzial wir uns möglicherweise vergeben, wenn wir eben weiterhin so homogen aufgestellt bleiben und vielleicht dieses Marktpotenzial gar nicht schöpfen können, weil wir die Sensibilität nicht haben, es aufzuspüren. Und dieser Business Case, der hat offenbar dann sehr überzeugt intern und das ging dann relativ schnell, dass auch die Teams, die Führungsteams diverser wurden, um eben dieses Potenzial schöpfen zu können. Mhm. Also dieser Outside-In-Ansatz und vielleicht eben eine sehr eine Führung, die sehr eingefahren ist auf dieses Muster, das so lange jetzt eigentlich das Erfolgsmuster war, das ist heute nicht mehr das Erfolgsmuster und ein Blick von außen nach innen mit einem Business Case kann ziemlich rütteln und aufrütteln. Also zwei Sachen. Einerseits Fakten. Ja, also wenn ja alle die gleichen Chancen haben, wieso sind dann oben nur Frauen? Männer meinst du? Männer oder ja. Schön wär's. Oder eben, je nachdem. Also was passiert denn da? Kann ja nicht sein, wenn alle die gleichen Chancen haben. Und womit wir ganz am Anfang von der Diskussion wären, wo du gesagt hast, die Schweizerinnen, die haben schlechtere Chancen als die Ausländerinnen und da gibt es vielleicht einen positiven Bias, weil sie aus einem Kulturkreis stammen, die Ausländerinnen, dass sie das viel als viel normaler wahrnehmen, eine Familie zu haben und gleichzeitig hochprozentig zu arbeiten, als die Schweizerinnen, die einfach unter diesem ganzen sozialen Druck von Rabenmutter, nenne ich das mal, stehen, sobald Familie da ist. Also mein erster Versuch wäre mit den Fakten. Wenn dann kommt, eben die Frauen wollen nicht, dann ist immer so mein zweites Argument zu sagen, na gut,
dann ist ein gewisser Selbstselektionsmechanismus dahinter, eben genau aufgrund von dem Mindset. Wenn mir von klein auf gesagt wird, also Informatik und Physik, das ist nichts für die als Mädchen, dann glaube ich das irgendwann mal und entsprechend werde ich wählen und mich verhalten. Und wenn mir gesagt wird, also nee, so einen stressigen Führungsjob, das ist auch nichts für die, oder? Also so Self-Fulfilling Prophecy, weil mir ja das permanent gesagt wird. Dann kommt dann als nächstes Argument, ja, aber das ist ja vielleicht biologisch so, dass Frauen das nicht wollen. Und dann sage ich dann immer, ja gut, also wenn das alles Biologie ist, dann hätten wir heute keine Demokratien und nichts, weil dann würden wir uns ja nicht weiterentwickeln als Gesellschaft. Also irgendwie können wir offensichtlich etwas mehr als Biologie. Und das andere, womit ich relativ gute Erfahrungen mache, wo ich auch voll dahinter stehe, es ist eine normative Entscheidung. Es ist eine wertmäßige Entscheidung. Die nimmt mir niemand ab. Also der Business Case of Diversity, ich kann den in x-facher Ausfertigung konstruieren, was immer ihr haben wollt. Am Ende vom Tag ist es wirklich eine wertmäßige Entscheidung. Ich als Verwaltungsrat, als Geschäftsleitung finde, das ist ein wichtiger Wert, mehr Diversität zu haben oder mehr Chancengerechtigkeit zu haben. Also ein Fakt bringe ich jeweils noch. Und ich sage, wenn es okay ist, dass man nur im halben Teich fischt und da genug gute Führungskräfte und Fachkräfte sind, dann lasst es bleiben. Aber wenn ihr Knappheit habt in der Hälfte des Teiches, dann nehmt doch bitte den ganzen Teich zum Fischen. Also geht von 50% auf 100%. Nehmt alle Talente ins Visier, wenn es darum geht, die richtigen Personen zu finden. Das ist manchmal nochmal eine Sichtweise, die auch hilft. Also, okay. Aha, wir sind auf einem Auge blind, oder? Wir sehen nur mit einem Auge. Und wenn wir mit beiden Augen gucken, dann sehen wir die Welt plötzlich plastisch. Und wir müssen lernen, die Geschichten anders zu erzählen und nicht einfach nur zu sagen, hey, wir sind auch hier, wir wollen auch einen Job, wir wollen auch einen Stuhl am Tisch, sondern wirklich zu sagen, ihr verpasst die Hälfte der Talente. Ihr verpasst es, bei 50% der möglichen Fach- und Führungskräfte die Chance zu packen, die in euer Unternehmen zu holen. Mhm. Vielleicht stellt ihr die Zweitbesten an, statt die Besten. Mhm. Überlegt euch das mal. Alexandra hat noch das Mikrofon offen. Ja, nee, aber das ist so gut auf den Punkt gebracht. Genau, das ist es. Dieses Narrativ zu ändern. Wirklich, also das ist ja eigentlich wirklich nicht schlau, das zu tun, auch volkswirtschaftlich nicht. Wir investieren sehr viel in die Ausbildung, in die gute Ausbildung von Frauen, genauso wie in die von Männern. Und du hast es gesagt am Anfang, mehr Frauen unterdessen steigen ins Berufsleben ein mit einem guten Abschluss, um dann ein paar Jahre später wieder zurückzutreten aus strukturellen Gründen. Und um dieses Potenzial geht eben Unternehmen und der Wirtschaft und auch der Volkswirtschaft letztendlich verloren. Also ich glaube, es wäre wirklich an der Zeit, dass wir hier vorwärts kommen und genau dieses Narrativ müssen wir gemeinsam stricken und dann auch gemeinsam erzählen und dürfen es nicht müde werden, das zu tun. Eine Teilnehmerin in der Runde hat noch eine schriftliche Frage eingeworfen, nämlich die Frage, dass es kommt zu Kündigungen dieses Jahr, das ist absehbar, es wird weniger freiwillige Kündigungen geben, also die eine Stelle haben, die werden sie vermutlich behalten. Also wird es zu tendenziell weniger Bewegung kommen in den Unternehmen generell. Und dann wird es auch schwieriger, Frauen zu recruiten und zu promoten. Und am Schluss steht die Frage hier bei der im Chat, welche Prognose geben Sie für den Gender Intelligence Report 2021? Gudrun Sander, was für einen Blick in die Zukunft wagst du hier unter uns? Also gut, jetzt muss man natürlich nur ein bisschen statistisch hinschauen. Gell? Jetzt eine Frage, wer von den Kündigungen betroffen sein wird. Ja, und darum finde ich es eben am Schluss auch immer wichtig, dann jetzt innerhalb einer Firma wirklich auf die absoluten Zahlen hinzuschauen oder nicht nur auf die Prozentsätze. Also jetzt rein statistisch, wenn im Schnitt mehr Männer gekündigt werden, haben wir nächstes Jahr höhere Zahlen von Frauen in Führungspositionen. Es ist nichts passiert, es ist einfach nur eine statistische Verschiebung im Verhältnis zur Basis. Also einfach da ein bisschen vorsichtig sein. Ich erwarte ehrlich gesagt wahrscheinlich eben aufs nächste Jahr hin nicht wahnsinnig Bewegung wegen der Situation. Also vermute, dass die Zahlen ähnlich rauskommen werden. Und eben es ist so ein bisschen die Frage, das ist immer in der Krise also ein Appell an die Firmen hinzuschauen, wer wird gekündigt, oder? Mhm.
Was spannend war, in der letzten Finanzkrise ging das nicht auf Kosten der Frauen. In den Krisen davor schon. Da wurden immer mehr Frauen gekündigt. In der Finanzkrise spannenderweise nicht. Okay, das gibt Hoffnung. Super. Ja. Was ja im Bereich oder für das Thema Inklusion so wichtig ist, ist die Wertschätzung der Einzigartigkeit und das Gefühl von Zugehörigkeit gleichzeitig, oder? Und eben, was wir vorher diskutiert haben mit irgendwie einer Anpassung von Frauen an einen sehr männlichen Führungsstil, das ist dann nicht wirklich Inklusion, weil das auch hoher Anpassungsdruck auf die Minderheitengruppe da, oder? Also erst quasi, wenn ich sagen kann, ja, das ist mein Team, das ist meine Firma, da fühle ich mich voll zugehörig, ja, so aus tiefstem Herzen. Und ich darf aber ich selber sein. Ich muss nicht eine Mega-Rolle spielen und mich extrem anpassen an irgendeinen Wertekanon oder Normenkorsett dahinter. Ja, man nennt das Bring Your Whole Self to Work. To Work, ja. Genau, dass das Platz hat. Das zum einen und zum anderen auch the whole self of anybody else muss da Platz haben, die eigene Wahrnehmung. Und danke für den Hinweis, Manuela. Mir ist es einmal im Leben so gegangen, dass ich meine Tochter in die Krippe oder in den Hort gebracht habe und dann kam mir ein großer Mann of Color entgegen und ich war irgendwie zweimal getriggert und musste mich kurz zusammenreißen, um zu sagen, hey, du bist auch nicht ganz frei von Vorurteilen. Jetzt musst du einfach kurz durchatmen und sagen, hallo, wer sind Sie, wie heißen Sie und ich freue mich, Sie kennenzulernen und sonst gar nichts. Und dass wir da auch immer wieder in Situationen kommen, selber in der Meinung, also ich habe von mir das Gefühl, ich habe kaum Vorurteile und auch ich komme immer mal wieder an die Grenzen meiner eigenen Offenheit und meiner eigenen Vorurteilsfreiheit oder eben Relativität derselben. Und das ist etwas, was uns das Leben lang begleitet. Ein weiterer Blick in die Zukunft hat die Alexandra von Advance noch gewagt. Es gibt längerfristig betrachtet Hoffnung. Die Pensionierungswelle der Babyboomer. Wir werden in den nächsten 10 Jahren 1 Million Arbeitskräfte haben, die den Markt verlassen. Und wir werden, wenn es so weitergeht, wie wir jetzt arbeiten, nur 500.000 haben, die nachrückt. Wir haben eine große Lücke, die auf uns zukommt. Deswegen ist das mit der Begrenzungsinitiative im Moment gerade nicht besonders eine gute Idee. Einerseits. Und andererseits gibt es ganz viel Hoffnung, dass wir Frauen einfach besser ins Erwerbsleben integrieren müssen, damit wir volkswirtschaftlich stabil bleiben. Ja, das war's für heute. Herzlichen Dank an alle, die mitgemacht haben, die mitdiskutiert haben. Wir werden im Oktober den nächsten Broadcast machen. Wir sind zurzeit im Gespräch mit Patricia Lehri. Sie hat CNN Money Switzerland durch den Konkurs begleitet oder begleitet die immer noch durch den Konkurs hindurch. Sie hat etwas früher als viele andere die Krise so richtig erwischt und wir sprechen darüber, wie man in einer existenziellen Krise mit Mitarbeitenden menschlich umgeht und diese Probleme auf eine gute Art und Weise lösen kann. Sie hat uns ein paar Monate voraus. Es wird noch andere treffen, das sehen wir jetzt schon kommen. Und wir gehen jetzt wirklich in medias res, in operative Führung hinein. Wie geht man da mit Menschen um, wenn es wirklich schwierig wird? Ich danke ganz herzlich für heute und wünsche allen einen sehr schönen Abend. Es freut mich, dass Sie alle dabei waren und gerne auf Wiedersehen in der virtuellen Welt und oder in der realen Welt, wenn sich die Gesundheitssituation etwas beruhigt hat, gerne auch mal wieder mit einem Glas Wein irgendwo an dem Tisch. Prima, schönen Abend!